Ja und nein. Also viele Lehrer kennen den Lernaufwand von ihrem Fach und zeigen dann auch Verständnis, wenn man manches nicht rechtzeitig fertig bekommt. Andere ignorieren das jedoch und geben einem extrem viele Hausaufgaben auf und führen Abfragen durch, was eventuell effektiv sein könnte, aber es demotiviert einen eher und ja, es ruiniert einen oft den Spaß am Fach. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass die meisten Lehrer einen guten Eindruck davon haben, wie viele Schüler im Endeffekt für irgendwas lernen müssen, da das wirklich sehr personenabhängig ist und das wirklich von Person zu Person unterschiedlich ist. Manche lernen für einfach 4 Tage und kommen dann auf 5 Punkte raus. Manche lesen sich vor dem Unterricht nochmal kurz durch und schreiben dann ihre 9, 10 Punkte oder 11, je nachdem. Weswegen dann, ich muss sagen, dass viele Lehrer das nicht richtig einschätzen können, obwohl es klar Ausnahmen gibt. Es gibt dann Fächer wie, jetzt mein Lieblingsbeispiel, Mathe, wo die Lehrer wirklich recht haben, weil, wenn ich jetzt, also für mich persönlich hätten sie dann recht, weil wenn ich da nicht früh anfange, habe ich da wirklich keine Chance und ja. Ja und nein, denn die Lehrer waren ja selbst auch mal in der Schule und deshalb wissen die ja eigentlich ganz genau, wie stressig und anstrengend Schulzeit sein kann. Deshalb glaube ich, dass viele Lehrer es relativ gut einschätzen können, wie viel es zum Lernen gibt, sei es Hausaufgaben oder auch jetzt mit dem Abitur. Aber manchen Lehrern, da könnte man sich echt die Frage stellen, ob die eine richtig chillige Schulzeit hatten, denn manche Lehrer, also vor allem in Nebenfächern finde ich, übertreiben manchmal sehr. Sei es Hausaufgaben oder Inhalte zum Lernen. Aber die meisten Lehrer schätzen es, glaube ich, gut ein.